Ich grüße euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch so ein bisschen was Winterliches schon. Solche Drahtbäume, also für mich sind es halt so Fantasiebäume, die ihr aus Draht formt, also eher als Gartenstecker nutzen könnt, beziehungsweise mit der Lichterkette, die ist jetzt für den Innenbereich, die sind alle für den Innenbereich gedacht, vielleicht ein bisschen geschützt, sodass sie nicht unbedingt dem Regen ausgesetzt sind. Der Fantasie sind da keine Grenzen gelassen. Ihr könnt unterschiedliche Bäumchen formen. Ich zeige euch jetzt noch ein kleines Bäumchen, genau dieses. Da habe ich nämlich die Lichterkette in den Innenraum des Bäumchens gefüllt und ihr könnt das natürlich auch außenrum binden, diese Lichterkette, so wie hier auch. Da habe ich es jetzt außenrum gemacht. Das ist so eine Sternenlichterkette, die habe ich jetzt einfach um den Draht so rumgespannt. So, noch was zu meiner adventtürchen Aktion. Ich würde jetzt schon beginnen. Unter dem Video ist eine E-Mail-Adresse angegeben. Weihnachtstürchen24@gmail.com. Die steht aber unten in der Beschreibung unter dem Video. Da dürft ihr gerne wieder Gedichte und Geschichten oder sonstiges, selbstgereimtes oder eine Geschichte, die euch selber einfällt oder eine bekannte Geschichte. Da dürft ihr mir die gerne schicken an diese E-Mail-Adresse. Und dann werde ich vom 1. bis 24. Dezember wieder eine Advent-Weihnachtslesung machen. Die wird zwar ein bisschen anders gestaltet sein als letztes Jahr, aber es wird jeden Tag eine Geschichte geben. Und am 24. wird dann wieder eine Verlosung gemacht. Wir wählen dann einfach aus den ganzen Geschichten, wird es zusammengewürfelt, nummeriert und da wählen wir eine Geschichte aus und die wird dann gewinnen. Ja, jetzt fangen wir aber an. Ich knie mich jetzt einfach, weil wir sind jetzt hier oben, weil die Teile so hoch sind und das unten auf meinem Tisch nicht funktioniert und da auch wieder so ein Durcheinander herrscht, dass ich gar keinen Platz habe, also nutze ich halt hier oben den Bereich. Also erstmal abspulen den Draht. Ich sage dazu, für die Größe habe ich 2 Spulen gebraucht. Für die Größe auch. Und für das, das zeige ich nachher noch mal kurz im Abschnitt, dass das einfach ganz einfach zu fächern ist. Also das geht ruckzuck. Also ich spule es jetzt erstmal ab. So, das ist jetzt mal eine Spule Draht und ich möchte das jetzt hier dran machen. Und das wird jetzt einfach eine Nummer kleiner. Man kann sich ja immer noch ein bisschen Draht abspulen. Ist eher wie so eine Mütze. Und so lange formen und biegen, bis ihr die passende Größe und Form für euch gefunden habt. Wenn jetzt noch hier solche Drähte abstehen, dann könnt ihr hingehen und einfach so Stücke nehmen und die halt noch so ein bisschen miteinander verschachteln. Das ist so ein bisschen wie Weben, immer so hin und her. So, das ist jetzt fertig. Dann kommt die Lichterkette hinein. Wie gesagt, ihr könnt es auch komplett füllen mit dem Draht. Also
gar kein Loch reinmachen und den Draht von außen befestigen, die Lichterkette, Entschuldigung. So, und dann mache ich noch einen Deckel. Auch wieder ein bisschen Draht ausspulen. Abspulen, ich sage immer aufspulen. Das wäre eine schöne Arbeit, wenn ich den Draht da auf die Rolle aufspulen müsste. So, und dann wird es auch wieder so ein bisschen zusammengefasst. So, das stecken wir jetzt einfach da rein. Oh, jetzt ist der abgeknickt. So, und dann kann man die Lichterkette hier oben einfach auch noch mal mit ein bisschen Draht dann das Kabel von der Lichterkette oder auch so hängen lassen, wie man es möchte, einfach noch kurz befestigen, so dass nur das Batteriefach dann, dass man an das Batteriefach kommt. So, das sind meine Gartenbäumchen. Das könnt ihr natürlich auch für den Innenbereich machen. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie sowas geht. Das geht auch ganz flott. Das ist einfach nur ein Hin und Her. Das ist jetzt der obere Bereich und das andere kann man dann natürlich so lang machen, wie man will. Und das fasst ihr immer so hin und her. So dick, wie ihr möchtet. Und dann könnt ihr das nachher auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Und noch, ich sage es noch dazu, das ist ja für draußen, das wird dann eine Patina bekommen, eine rostige durch die Feuchtigkeit. Im Innenbereich macht es nichts, da bleibt der Draht so, wie er ist. So. Dann hier zusammenfassen. Umwickeln, so viel man will, stärker oder schwächer. Und dann nimmt ihr das so ein bisschen auseinander. So. Und einen Stock dann in die Mitte setzen und dann auch nochmal mit dem Draht gut verknoten. Das ist der das andere Beispiel. So, jetzt sind wir am Ende. Jetzt beginnt bei mir auch die Adventszeit. Ich weiß nicht, nächste Woche fängt, glaube ich, November an und ab dann, oder vielleicht auch schon diese Woche, das weiß ich noch nicht genau, und ab dann wird es dann in den Advent starten. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, ein Abo freut mich sehr und die neuesten Posts könnt ihr auf meinem Online-Shop auf der Startseite sehen. Hi. Auf der Startseite sehen, ganz unten hinscrollen, da gibt es die neuesten Posts von Instagram und dafür braucht ihr auch kein Abo. So, das war's jetzt von mir. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao.